Jetzt hat es heute und gestern schon einen großen Wirbel gegeben um diesen Zusammenschluss zwischen den Skigebieten Mellau und der Mühls. Wie ist der aktuelle Stand? Der aktuelle Stand ist immer noch der von gestern. Es gibt einen Einspruch der Frau Katharina Linz und wir werden die Entscheidung des UVS abwarten. Sollte diesem Einspruch stattgegeben werden, was würde das für Ihre Gemeinde bedeuten? Das würde eine Verzögerung wahrscheinlich bedeuten und dass wir über Alternativen nachdenken. Wie schauen diese aus? Das weiß ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Noch gehen wir davon aus, dass eine Deponierung möglich sein wird. Ja, ich finde das bedenklich, dass zum wiederholten Male hier versucht wird, das Projekt zu verhindern. Ich denke, die Deponie ist ohne weiteres in diesem Ausmaß, wie sie geplant ist, verträglich. Ich habe mir die Sache letzte Woche selber angeschaut. Und es ist einfach unheimlich wichtig für Mellau und die ganze Region, dass diese Verbindungsbahn kommt, weil in unserer Region sind wir auf den Tourismus angewiesen. Tourismus findet hier statt, kann nicht ausgelagert, exportiert werden. Und es ist einfach eine unheimlich wichtige Investition für unsere Zukunft, für unseren Lebens- und Wirtschaftsraum im ganzen Bregenzer Wald. Sollte das Projekt wirklich nicht zustande kommen, hätte das für Sie hier im Sportgeschäft direkte Auswirkungen? Ja, natürlich. Unser Geschäft ist natürlich in hohem Maße auch vom Tourismus abhängig. Und das steht und fällt natürlich mit einem entsprechenden Skigebiet. Für nicht. Und warum? Was glaubst du, was würde das denn für Auswirkungen haben für Mellau? Ja, mal eine sehr schlechte Stimmung. Und ich hoffe einfach, es kommt nicht so weit. Wird das Thema jetzt schon heiß diskutiert hier bei euch in der Gemeinde? Seit dem Bericht in der Zeitung schon, ja. Ja, es droht ein Baustopp bei der Verbindung der Bergbahnen Mellau und der Mühls. Was hältst du persönlich davon? Für mich persönlich eine Katastrophe, weil aufgrund der Zusammenschluss Mellau und der Mühls haben wir eine Betriebsübernahme gemacht oder ich einen Betrieb übernommen. Sollte das scheitern, werde ich mich anders orientieren müssen und auch den Betrieb in eine andere Richtung leiten müssen, wie es jetzt bisher vorgesehen wäre. Das würde also konkret heißen, in Mellau und in eurem Betrieb würden Arbeitsplätze für die Region verloren gehen? Ja, selbstverständlich, weil wenn die Verbindung kommt, dann sind wir auch bereit, den Betrieb auszubauen, zu modernisieren natürlich und den Standard zu erhöhen und das bedeutet auch Arbeitsplätze. Was glaubst du, wie wird es jetzt weitergehen in der Sache? Ja, ich denke und hoffe an das gute Menschen und an die Gesellschaft und dass das auch jeder weiß, dass es wichtig für die ganze Region ist, nicht nur für Mellau oder für der Mühls. Und dass meiner Meinung nach diesem Projekt nichts im Wege stehen dürfte. Wir rechnen alle noch fest damit, dass dieser Zusammenschluss der Skigebiete kommt, und zwar im Dezember 2009. Sollte es jetzt wirklich nicht so sein, sollte dieser Einspruch durchgehen, was würde das bedeuten für Mellau und für die Einwohner hier? Wir arbeiten derzeit am Tourismusprozess und es geht um die Neuorientierung von Mellau und das basiert auf diesem Zusammenschluss und wenn dieser Zusammenschluss jetzt verzögert werden sollte, dann geht unser Prozess trotzdem weiter und wir sind im Aufschwung und es geht jetzt vorwärts im Dorf. Also ich finde die derzeitige Situation unmöglich, dass man versucht, ein Projekt, das für die Region von äußerster Bedeutung ist, zu verhindern. Und wir hoffen natürlich alle in Mellau, dass das Projekt nicht fällt, sondern zustande kommt, weil es für das wirtschaftliche Überleben des Tourismus die absolute Bedeutung hat. Was würde es jetzt für Sie persönlich und für Ihren Betrieb bedeuten, sollte diese Verbindung zwischen diesen beiden Skigebieten wirklich nicht zustande kommen? Der Wintertourismus wird immer mehr und mehr zurückgehen und es ist die Frage, ob die Bergbahn in Mellau, falls die Verbindung nicht zustande kommt, in 10 Jahren überhaupt noch bestehen wird.